Die Höhepunkt-Ende-Regel ist ein psychologisches Phänomen, das auftritt, wenn Menschen eine Erfahrung hauptsächlich danach beurteilen, wie sie sich auf ihrem Höhepunkt und an ihrem Ende gefühlt haben. Hierfür gibt es zwei Gründe. Emotional stärkere Ereignisse führen zu stärkeren Erinnerungen als weniger intensive Ereignisse. Wenn du also ein Drama siehst, ist der Höhepunkt das, was dich am meisten bewegt. Und für den Verstand ist das die lebendigste mentale Momentaufnahme. Wir erinnern uns besser an das Ende einer Sequenz, ein Phänomen, das als Recency Bias bekannt ist. Wenn du drei verschiedene Desserts hintereinander essen darfst, entsteht durch das zweite Dessert eine neue Erinnerung. Diese macht es dir schwerer, sich an das erste Dessert zu erinnern. Und wenn du alle drei aufgegessen hast, erinnert sich dein Gehirn am deutlichsten an das letzte Dessert. Diese Regel funktioniert jedoch nicht immer. Wenn wir uns auf eine Erfahrung einlassen, spielen unsere Erwartungen eine große Rolle. Wenn sie zunächst nicht erfüllt werden, kann unser Vorhersagefehler unsere Wahrnehmung dessen, was als nächstes kommt, beeinflussen. Einschließlich des Höhepunkts. Aber gehen wir einmal davon aus, dass alles nach Plan läuft. Angenommen, du gehst in einem billigen Restaurant essen und deine Erwartungen sind niedrig. Dann wird die Erinnerung an den Abend durch den Höhepunkt und das Ende geprägt sein. Der trockene Salat, die schlechte Musik und die schmutzige Toilette sind längst vergessen. Später bewertest du das Erlebnis vielleicht als außergewöhnlich. Was aber, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden? Wenn du in einem teuren Restaurant essen gehst, hast du vielleicht hohe Erwartungen. Wenn das erste Erlebnis diese nicht erfüllt, beschließt dein Verstand, dass das Lokal doch nicht so gut ist und du siehst alles durch eine übermäßig kritische Linse. Der Höhepunkt wird unterbewertet, das Ende unverschämt und dann wird das Gesamterlebnis schlecht bewertet. Wenn die Erwartungen also niedrig sind, funktioniert die Regel. Wenn sie hoch sind, ist es wichtig, dass sie gleich zu Beginn erfüllt werden. Der Beweis für diese Regel wurde durch ein Experiment erbracht, bei dem Menschen auf zwei verschiedene Arten einer unangenehmen Erfahrung ausgesetzt wurden. Im ersten Versuch tauchten die Versuchspersonen eine Hand 60 Sekunden lang in minus 10 Grad kaltes Wasser. In einem zweiten Versuch tauchten die Versuchspersonen ihre Hand für die gleiche Zeit in dasselbe kalte Wasser, behielten sie dann aber für weitere 30 Sekunden dort, in denen die Temperatur um etwa 1 Grad Celsius erhöht wurde. Die Versuchspersonen wurden dann vor die Wahl gestellt, welchen der beiden Versuche sie wiederholen wollten. Und wie sich herausstellte, waren sie eher bereit, den zweiten Versuch zu wiederholen, obwohl sie dem kalten Wasser länger ausgesetzt waren. Kahnemann, Frederikson, Schreiber und Redelmeier, die die Studie 1993 durchführten, kamen zu dem Schluss, dass die Menschen den langen Versuch einfach deshalb wählten, weil ihnen die Erinnerung daran besser gefiel als die Alternative. Wenn du ein Restaurant betreibst und es schaffst, die Erwartungen deiner Kunden zu erfüllen, kannst du einen wunderbaren Höhepunkt schaffen, mit einem fantastischen Ende abschließen und ein Erlebnis bieten, das nicht nur ausgezeichnet ist, sondern auch als solches in Erinnerung bleiben wird. Was denkst du nun über diese Regel? Und hast du schon einmal ein eigenes Höhepunkt-Ende-Erlebnis gemacht? Bitte teile deine Gedanken und deine Erinnerungen an dieses Video in den Kommentaren unten mit. Wenn dir gefällt, wie wir komplizierte Ideen in einfachen Zeichentrickfilmen erklären, kannst du uns unterstützen. Besuche patreon.com/sprouts. Schau einfach vorbei und erfahre, wie es funktioniert und ob etwas für dich dabei ist. Wir hoffen, dich dort zu sehen. Und wenn du ein lebenslang Lernender, ein Elternteil oder ein Pädagoge bist, besuche unsere Website sproutschools.com. Hier findest du diese und andere Videolektionen, zusätzliche Ressourcen und Aktivitäten für den Unterricht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere unseren Kanal. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findest du auf sproutschools.com.